Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Deponia. So, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen blöd mit Bürgermeister Lotek gesprochen haben, naja. Ich würde sagen, argumentieren Sie wie echte Profis, wollen wir jetzt mal uns mal hier so ein bisschen umschauen. Wir haben so einen wundervollen Globus. Was für ein Schrotthaufen. Ich finde den schön. Ein Glas und ein Schlüsselloch? Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Okay, was haben wir noch? Ich liebe es auch immer, dass meine Eltern genau dann reinkommen müssen, wenn ich aufnehme. So, Gegensprechanlage, ich denke, hatten wir. Hier ist noch ein Wasseremblem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir dran waren. Wir hatten ja noch hier die Wünschelrute unseres Vaters. Die hatten nämlich genau das gleiche Wasserloch. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Auf Wie viel jeden. ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Oh ja, also einschmelzen, so ein Schlüssel, da können bestimmt viel rauskommen, da können wir reich mit werden. Wir machen einfach aus dem Gold oder Eisen oder weitere Schlüssel und schmelzen ihn ein und wir machen eine. Naja, nehmen wir den Schlüssel. Ein Schlüssel? Mein Vater wusste, dass ich so Ja, clever. ja, 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 Wie ja. viel ich dafür wohl. Okay, dann kommen wir dem Geheimnis unseres Vaters immer näher. Es Endlich ist ist. zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Gut, dann nehmen wir einen Schnaps. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Wenn der Dad von Rufus Alkohol als Aftershave benutzt, aber ich. Ich frage es gar nicht. Gut, damit haben wir jetzt Schnaps. Ist das auch schon eine Zutat? Ja, wir haben eine belebende Flüssigkeit. Ich würde sagen, gehen wir doch wieder raus. So. Jetzt haben wir aber auch einen Behälter für die anderen beiden Flüssigkeiten. Warte mal, wir haben das Blut doch schon. Ach. Füllen wir jetzt erstmal die Säure ab. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Nein! Alter. Das mit dem die Welt nicht untergegangen ist. Gut, wir haben jetzt ein Glas mit energiereichem Wasser. Der Duft erinnert mich an Dads Ab. Hauen wir den Schnaps da rein. Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. So, jetzt haben wir hier ein Glas mit energiereichem, klarem Wasser. Und da kommt jetzt noch das Taurin rein. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. So, jetzt haben wir quasi das ganze Wasser zusammen. Und wenn wir das Rezept anschauen, wir haben soweit alles fertig. Wir müssen nur noch das Kaffeepulver machen. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Und so, jetzt müssen wir das nur noch malen. Und wo haben wir eine Kaffeemühle gesehen? Bei Toni. Toni! Ich muss mal kurz das mühlen. So, schwarzes Eine Prise Pulver. Schwarzpulver. Eine heiße Bohne, die Toni bestimmt noch nicht kennt. Eine ganze Chilischote. Und ein bisschen aufputschendes. Aufputschmittel. Machen wir die Mühle zu und kurbeln. So, und wir haben. Ich nenne die Mischung
Rufus Schonungslos, der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Na gut, dann gehen wir mal rüber zu Lonzo und killen ein paar Jungfrauen oder retten ein paar. Lonzo, wir haben alles. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Na gut, dann schmeißen wir das energiereichende Wasser in den Tank. Ab in den Tank damit. Und schön ins Fach kommt jetzt das Kaffeepulver. Einmal Rufus, schonungslos. Das Pulver habe ich schon mal. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum! Oh, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Ich drück ja! Okay. Okay. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ich glaube, ihr würdet lachen, aber meine Eltern hatten sich heute eine neue Espresso-Maschine eigentlich geholt, also eine neue Kaffeemaschine. Ich glaube, ich schaue mir die nachher doch nochmal genauer an. Okay, gut, wir haben einen Espresso. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Goal besuchen und halten uns fern von der weiteren Espresso-Maschine. Versuchen. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Irgendwie müssen wir jetzt den Espresso überreichen.
irgendwie müssen wir die drei ausschalten. Ich glaube, Wenzel ist nicht so der Fall. Den können wir einfach runterschubsen. Aber Gizmo und Lothar... Alter, hör auf zu pennen. Gizmo und Lothar würden ein Problem. Gizmo hat ja drei Einsatzfälle. Er ist Arzt, Feuerwehr und... Feuerwehr. Jetzt, wo ich das gerade sehe. Ich glaube, ich möchte ein kleines Feuer machen. Und er sogar noch das Handschweißgerät. Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Ja. Okay. Versuchen wir doch erstmal so den Espresso hier zu geben. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha! Gewonnen! Mist. Mist. Können wir denn gerade gar nichts machen? Das schreit doch geradezu nach einem raffinierten Manöver. Lothar! Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lothar. Vergessen Sie das nie. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein! Aber... Nein! Menno! Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Feuer. Feuer. Unmöglich. Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Diebstahl. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Ja, da gibt es doch keinen Notfall. Der ist aber verdammt gut vorbereitet. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Ja, danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Nichts. Zu danken, wirklich gar nichts. Okay, wir wissen auf jeden Fall, wenn es ein Feuer gibt, wird er sich melden. Das muss doch irgendwie klappen. Ach, jetzt klappt das. Was riecht denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo, zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Gizmo ist ausgeschaltet. So, ein Stethoskop. Na, endlich. Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Alter! Polizeimodus aktiviert.
Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Stecken wir es doch immer in die Tasche, würde ich sagen. Oh. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Dann geben wir jetzt Goal endlich den Kaffee. Gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Gleich geschafft. Ich muss nur noch sicher gehen, dass auch kein Tropfen verloren geht. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Gut, dann müssen wir Goal eben wieder beibringen, wie man trinkt. Holen wir eben den Trichter. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Gott, das sieht so bescheuert aus. Sie sind trotzdem gefeuert. Ich... Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Rufus? Alles okay bei dir? Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Alter, was für ein Kantenhieb. Aber okay. Goal, ich bin's, dein Retter. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse. Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Ach ja, tat es eigentlich weh, als du vom Himmel gefallen bist? Sag mal, hat das nicht weh getan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Hallo, jemand zu Hause? Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Sub, Kartoffelsub. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Du, was ich schon immer von der Elysianerin wissen wollte. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nibbel, Fribbel, Sibbel. Hugel, Wugel? Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Mammelframs? Bimfidi, Bum, klopp. Ach, ein wirklich sehr intellektuelles Gespräch, muss man lassen. Aber irgendwie führt das doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plemplem, tataratatim. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist
verwirrend, aber... Oh, ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber... Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Das Kreuz eines Helden. Na gut, das ist jetzt echt einiges zusammengekommen. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt echt in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Deponia. Bis dahin, tschüss.